meine treuen Gefährten des Couch Gaming. Wir spielen Skyrim. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind hier in der Wildnis von Whiterun. In der letzten Folge wollten wir so ein bisschen jagen. Wir sind allerdings kläglich gescheitert. Zumal wir nur einen einzigen Hirsch gefunden haben, der uns dann außerdem noch weggelaufen ist. Das ist ein bisschen blöd. Und, vielleicht sollten wir ein bisschen nach Riften. Vielleicht sollten wir nochmal nach Riften gehen, denn wir haben ja immer noch die Thieves Guild da. Ja, das könnten wir ja nochmal machen. Kriegen wir vielleicht ein bisschen Geld in die Taschen dabei und müssen ja nicht irgendwie jagen, weil jagen, das ist so ein bisschen... Es wird irgendwie anstrengend. Auch wenn es natürlich ein bisschen entspannt ist, wenn es denn mal klappt, aber irgendwie klappt es zurzeit nicht. Die Tiere laufen dann einfach weg. Sie werden zwar getroffen von uns, das ist natürlich klar. Die sind ja nicht irgendwie blöd oder so. Aber sie werden halt nicht gestaggert irgendwie. Wir machen nicht genug Schaden. Liegt wahrscheinlich an dem neuen Bogen, den wir haben. Und deswegen, wir sollten uns vielleicht ein bisschen mit unserem Bogen erstmal noch eingewöhnen, bevor wir dann wieder ans Jagen gehen. Und deswegen, um die Zeit auch so ein bisschen zu überbrücken, um uns ein bisschen zu beschäftigen, gehen wir nochmal zur Thieves Guild in Riften. Da waren wir nämlich auch sowieso schon eine längere Zeit nicht. Die haben uns bestimmt vermisst. Aber diesmal nehmen wir eine Kutsche dahin. Davon ist er doch auch schon. So machen wir das. Need a ride? Ja, wir würden gerne in eine andere Stadt. Where do you want to go? Da haben wir es doch, Riften. Climb and back and we'll be off. Ja, okay, dann You ready to go yet? Ja, hetz mich doch nicht. So. Nice weather for a ride. Hope it lasts. Ja, das kann man nie wissen, ob das Wetter so bleibt. Aber es ist wirklich nett. Es ist zwar bewölkt, aber die Sonne blendet eh, wenn man hineinschaut, also... Naja, ein bisschen dunkel ist es geworden. Liegt wahrscheinlich aber auch an der Tageszeit jetzt. Es ist Nachmittag, es... Ja, es ist hier auch so ein bisschen, hängt so ein bisschen Dunst in der Luft. Naja, gehen wir erstmal rein. Und wir haben Hunger, das habe ich eben gesehen. Okay, dann werden wir uns darum eben nochmal kümmern. So, wo haben wir es denn? Hier. So. Mal gucken, haben wir... Das sieht doch alles ganz gut aus. Ein bisschen... Einen ganz leichten Hunger haben wir noch, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir werden jetzt erstmal hier unten in die Thieves Guild wieder reingehen. Wo haben wir das denn hier irgendwie? Wo war denn hier der Ab... Dieser... da vorne ist sie doch. Die Treppe nach unten zum Kanal. Genau. So. Der Rattenweg. Sind schon wieder Banditen drinne. Verdammt. Wow. Okay, da müssen wir also vorsichtig sein. Das habe ich ja nun auch nicht geahnt, dass er ein Bandit ist, liebe Freunde. Aber okay, haben sich hier wahrscheinlich wieder welche eingenistet. Da ist er. Okay. Kommen wir hier vielleicht an dem vorbei? Da liegt noch Geld. Das nehmen wir ihm doch mal ganz still und heimlich ab. Naja, leg dich nicht mit der Diebesgilde an. Wir nehmen jetzt noch mal den
Eisendolch hier. Okay, das macht jetzt zwar ein bisschen Lärm, aber den interessiert das irgendwie nicht. Jetzt werden wir hier mal... So war das jetzt aber nicht geplant. Oh. Nee, also an dem müssen wir uns vorbeischleichen. Ich weiß aber auch nicht wirklich, wie das jetzt vonstatten gehen soll. Aber gut, den Geldbeutel, den nehmen wir ihm nochmal ab. So. Ja, wärm dich mal schön am Feuer auf. Okay. Ja, das ist immer das Problem hier an diesem Ort. Hier nisten sich gerne Banditen ein. Und wenn da vorne schon einer sitzt, dann hängt doch hier bestimmt auch noch einer, oder? Irgendwo? Im Dunkeln? Nee? Oh, liebe Freunde, das ist super, wenn hier keiner ist. Wenn hier nämlich keiner ist... Dann können wir hier einfach weitergehen. The Ragged Flagon. Sehr schön. Dann müssen wir hier mal jemanden fragen. Delvin, that last shipment we heisted on the Cyrodiil frontier was worthless. Is it possible? I distinctly heard that lout in the tavern say it was a full shipment of furs. That should be worth a fortune. You idiot. He said furs, not furs. It was a damn logging caravan. Oh, my. Judging from how well you've handled those shopkeepers, I'd say you've done more than simply prove yourself. We need people like you in our outfit. Sure, Todd. You know I'm good. Na, okay, also er sagt irgendwie, wir sollen, wir sollen uns hier ranhalten. Wir haben uns in unserem letzten Job gut geschlagen. Wenn ihr euch daran erinnert, wir haben uns um ein paar Ladenbesitzer gekümmert. Erstmal ziemlich schlecht, wir wollten uns erstmal prügeln mit denen, sind aber zu schwach gewesen. Und dann mussten wir uns hier erstmal Tipps holen, wie wir die unter Druck setzen können. Und dann haben wir es geschafft. That's the spirit. Larceny's in your blood. The telltale sign of a practice thief. I think you'll do more than just fit in around here. Okay, also er bietet uns an, dass wir hier irgendwie tiefer aufgenommen werden. In die, ja, tieferen Ränge quasi. Oder höheren Ränge. Naja. What's on your mind? Ihr hattet nicht sehr viel Glück in der letzten Zeit, richtig? We've run into a rough patch lately, but it's nothing to be concerned about. Tell you what, you keep making us coin, and I'll worry about everything else. Is that enough? Okay. Now, if there are no more questions, how about following me and I'll show you what we're all about? Ooh. Okay. He said furs, not furs. It was a damn logging caravan. Oh. Oh, wir haben nochmal. Wir haben nochmal hier ordentlich Punkte bekommen. Das ist ja auch was Feines. Oh. Okay. Mal gucken. Schleichen, das wäre was, aber. Ah, hier haben wir nicht genug Punkte. Dann folgen wir dir erstmal, Brynjolf.
Mal gucken. Wo führt er uns hier hin? Wir machen mal hier ein bisschen Licht. Wir bringen mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Nee, das kennen wir hier gar nicht. Kistern. Oder Zistern. Das ist hier ein ganz schön großes Gewölbe unter Riften. Ach, da hinten ist er. So, the ending of my tale I began early. Mercer, this is the one I was talking about. Our new recruit. This better not be another waste of the guild's resources, Brynjolf. Before we continue, I want to make one thing perfectly clear. If you play by the rules, you walk away rich. You break the rules and you lose your share. No debates, no discussions. Okay. What we say, when we say. Do I make myself clear? Yeah. Good, then I think it's time we put your expertise to the test. Wait a moment. You're not talking about Golden Glow, are you? Even our little Vex couldn't get in. You claim this recruit possesses an aptitude for our line of work. If so, let him prove it. Golden Glow Estate is critically important to one of our largest clients. However, the owner has suddenly decided to take matters into his own hands and shut us out. He needs to be taught a lesson. Brynjolf will provide you with the details. Mercer, aren't you forgetting something? Hmm? Oh, yes. Since Brynjolf assures me you'll be nothing but a benefit to us, then you're in. Welcome to the Thieves Guild. Welcome to the family, lad. I'm expecting you to make us a lot of coin. So okay. Don't disappoint then, me. Wie viel würde ich denn eigentlich als Anteil erhalten? Simple. Do as you're told and keep your blade clean. We can't turn a profit by killing. You should talk with Delvin Mallory and Vex. They know their way around this place, and they'll be able to kick some extra jobs your way. Oh, and talk to Tonelia in the flagon. She'll set you up with your new armor. Neue Rüstung, okay. Hey, I'm not done talking to you yet. Come back here. Ja, also nicht wie viel wir bekommen, sondern wie bekommen wir sie denn? Golden Glow Estate is a bee farm. They raise the wretched little things for honey. It's owned by some smart-mouth wood elf named Arangoth. We need you to teach him a lesson by burning down three of the estate's hives and clearing out the safe in the main house. Und worum geht's genau? The catch is that you can't burn the whole place to the ground. That important client Mercer mentioned would be furious if you did. Was ist so wichtig an diesem Klienten? The guild depends on an arrangement of influential people to keep things running smoothly. Without them at our backs, we'd be in serious trouble. Okay. Maven prefers that Arangoth remains alive. But if he tries to stop you from getting the job done, kill him. The guild has a lot riding on this. Don't make me look foolish by mucking it up. Wie soll ich diese Bienenstöcke zerstören? They're built like small fortresses to resist the weather, but their one weakness is flame. Besides, nothing tells the people of Riften we mean business better than a huge column of smoke. Okay. Und warum sollen wir das ganze Haus nicht einfach niederbrennen? I'll give you one good reason. Maven Blackbriar. Burn all the hives, and she'd have to import honey for Blackbriar Meadery, which would cut into her profits. Okay. Also ist Maven Blackbriar dieser Klient.
We had an arrangement with Maven. We kept an eye on Golden Glow Estate to make sure the honey kept flowing. If the workers had a dispute, we'd rough them up. If competitors tried to buy honey from Arangoth, we'd steal the shipments. In return, Maven allowed us to extort Arangoth and bring in a huge payout. Okay. Und wie gefährlich wäre es, sie zu hintergehen? Let me put it to you this way. Nothing happens in Riften without Maven's consent. One word from her, and you could spend the rest of the Fourth Era in prison. Okay. Das wäre also nicht so schön. Wir brauchen allerdings noch mehr Details bezüglich des Golden Glow. Golden Glow Estate brought in a mountain of gold for the guild. You could almost call it our sweetest deal. Then out of the clear blue, Arangoth stopped sending us our cut. Mercer was, well, angry to put it kindly. So we send in Vex and find out he's hired a bunch of mercenaries to guard the place. Mhm. Und sind die nicht als Wachen dort angestellt? Aye. Arangoth sent the city guard packing and fortified the entire island. In fact, Vex barely made it out of there alive. You should talk to her about it before you go. Okay. Gut. You watch yourself on that island. Those mercenaries don't take prisoners. So, von welcher Seite sind wir jetzt letztendlich genau gekommen? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber von der Seite hier, oder? Bin mir jetzt nicht wirklich sicher. Ich habe die Orientierung irgendwie verloren. Ich habe es vergessen, von wo wir gekommen sind. Aber ich glaube, von hier sind wir. Da ist es doch. Ragged Flaggen. Ja. So, so. Jo. Da sind wir auch schon wieder. Vex sollen wir also ansprechen. Die blasse Dame hier vorne. Before we begin, I want to make two things perfectly clear. One, I'm the best infiltrator this rat hole of a guild's got. So if you think you're here to replace me, you're dead wrong. And two, you follow my lead and do exactly as I say. No questions, no excuses. Then we understand each other. Good. Now, it's time to get your feet wet. And I don't want to waste a lot of time talking about anything but business. What's going on between you and Brynjolf? Okay, was für eine... Achso. Hey, hey, sorry. I just get jealous when I hear rumors about you. Das muss jetzt unbedingt jetzt passieren hier, oder? Was für eine Art von Business redet die denn hier? I'm not gonna sugarcoat it for you. We're in a bad way down here. Und warum? Who knows? Old Delvin thinks it's some kind of curse. I think he's crazy. If you want my opinion, I'd say it's just plain old bad luck. Also, wie kann ich euch unterstützen? You can get out there and start making a name for us again. Make them start fearing us like they did long ago. And while you're at it, make a little bit of coin on the side. Not a bad deal, eh? Okay. Brynjolf erzählte mir, ihr hattet ein bisschen Schwierigkeiten beim Golden Glow Estate. Yeah, I did. That wood elf's wit. He's a lot smarter than I expected. Can you believe that Fetcher had more than tripled the guard? There must have been 8 of them in there. It was like he was daring us to come and get him. Okay, und habt ihr irgendwelche Tipps, wie ich da hineinkommen kann? Well, there's an old sewer tunnel that dumps into the lake on the northwest side of the island. That's how I slipped in there. Should still be unguarded. Okay. Da ist also ein, ja, Abwasserkanal. Ja. These jobs aren't gonna finish themselves.
Gut. Dann wissen wir jetzt natürlich schon mal, wo wir hin müssen. Wir müssen zum Golden Glow Estate. Dort werden wir uns hineinschleichen. Und dann... Hoppala, hier entlang. So. Und dann werden wir da auch hoffentlich irgendwie was reißen können. Wir werden jetzt erstmal wieder hier hinausschleichen und... Oh, damn. Hoffentlich sieht er uns nicht. Okay. Das sieht gut aus. Erstklassige Leistung hier. Dann geht's mal wieder raus nach Riften. Ob es schon dunkel ist? Nö, noch ist es nicht dunkel. Naja. Gehen wir erstmal noch kurz ins Inn und dann, ja. Brrr. Hier fliegt schon wieder Besteck herum und... Also ein Zeug. Okay, setzen wir uns hier noch einmal ein bisschen hin. So. Und dann würde ich doch auch mal sagen, sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Wenn es erneut heißt. Skyrim, ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet.